ist denn das jetzt hier für ein besonderes Fahrzeug? Das ist unser PPS-Fahrzeug. PPS steht für Police Pilot System. Das ist unser Videoüberwachungsfahrzeug. Wir haben in dem Wagen zwei Kameras. Eine Kamera, die nach vorne rausfilmt, eine Kamera, die nach hinten rausfilmt. Wir betreiben mit dem Fahrzeug Verkehrsüberwachung. Das heißt, wir sind in der Lage, Geschwindigkeiten mit dem Fahrzeug zu messen, aber auch Abstände festzustellen oder auch sonst alles zu dokumentieren, was so falsch laufen kann im Straßenverkehr, falsches Überholen, Abstandsverstöße, wie schon gesagt, Vorfahrtsverletzungen und Ähnliches. Ja, das ist, wie schon gesagt, ein Videowagen. Wir haben zwei Videokameras im Fahrzeug. Das ist die Frontkamera. Und nach hinten haben wir dann auch noch eine Kamera. Ja, uns geht es in dem Bereich darum, für Verkehrssicherheit zu sorgen. Das heißt also, für uns sind Fahrzeugführer interessant, die die Verkehrsregeln weit überschreiten. Das heißt also in den Fahrverbotsbereich hinein. Und uns geht es um die Verkehrssicherheit im Allgemeinen. Es geht also nicht darum, irgendwo Geld zu verdienen, wie viele Leute immer meinen, sondern uns geht es darum, eben für die anderen Verkehrsteilnehmer zu arbeiten, um das Fahren auf den Straßen sicherer zu machen. Das Fahrzeug wird von zwei Leuten betrieben, das heißt, wir haben einmal Fahrer, einmal Beifahrer. Der Beifahrer ist ja gleichzeitig der Messbeamte und derjenige, der für die Videodokumentation zuständig ist. Und der Fahrer konzentriert sich eben rein auf die Fahrerei, weil es eben auch in Hochgeschwindigkeitsbereiche hineingeht. Zu den Hochgeschwindigkeitsbereichen sollte man vielleicht noch sagen, dass die Kollegen, die das Fahrzeug führen, speziell trainiert und ausgebildet sind. Das heißt also, die haben ein Hochgeschwindigkeitsfahrradtraining zum einen, das permanent wiederholt werden muss. Wir haben bestimmte Pflichtkilometer, die wir zurücklegen müssen in dem Fahrzeug, um permanent Sicherheit zu gewährleisten. Zum einen natürlich unsere Sicherheit, aber auch Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber, damit wir eben immer wissen, wo sind die Grenzen, zum einen für uns, aber auch für den anderen, um auch rechtzeitig reagieren zu können und Ähnliches.